Nach der beinahe tödlichen Bierglasattacke auf einen Kellner in der Linzer Altstadt luden die OÖ-Nachrichten Anrainer, Vertreter der Polizei und Stadtpolitik sowie Lokalbetreiber zu einem runden Tisch. Diskutiert wurden im ehemaligen Gasthaus Goldener Anker nicht nur die Sicherheitslage und Drogenproblematik in der Hofgasse, sondern auch, wie man gegen schwarze Schafe unter Lokalbetreibern und deren Gäste vorgehen könne und welche Maßnahmen es braucht, um die insgesamt positive Entwicklung der Altstadt in den letzten Jahren weiter voranzutreiben. Herr Brigadier Bogota, braucht die Altstadt mehr Polizei? Ich denke nicht, dass sie mehr Polizei braucht. Wir haben genug Polizei, unsere Polizei ist auch präsent. Nur mehr Polizei kann oft Gesellschaften nicht verändern. Es gibt zwei Lokale, über die wird gesagt, dort gäbe es ein massives Drogenproblem. Hat sich das Drogenproblem in der Altstadt verschärft? Ich glaube nicht, dass es sich verschärft hat. Vielleicht hat sich die Art der Wahrnehmung verschärft. Wir haben immer viele Anzeigen gehabt und wir haben auch jetzt viele Anzeigen. Es gibt auch in der Altstadt eine Drogenszene bis zu einem gewissen Grad, wie es das leider in einer 200.000 Einwohnerstadt gibt, aber wir haben mit Sicherheit nicht in der Altstadt generell ein Drogenproblem, das wäre übertrieben. Die ganze Geschichte wird jetzt an zwei Lokalen konkret festgemacht. Ist das gerechtfertigt? Es ist sicherlich nicht nur von die ganze Verantwortung auf zwei Lokale abzuwenden, aber es ist schon so, dass auch die Polizei dort größere Probleme ortet und deswegen geht es auch hier darum, Maßnahmen zu ergreifen. Aber wir müssen insgesamt schauen, dass die Altstadt diese positive Entwicklung, die sie gemacht hat, auch in Zukunft fortsetzt. Und wenn es Probleme gibt, ist es nicht so einfach, dass man die nur auf zwei Gastronomiebetriebe abschiebt. Herr Eigner, Sie sind Geschäftsführer eines Lokals in der Hofgasse, dem man jetzt vorwirft, es sei Treffpunkt der Drogenszene. Was tun Sie, um zu verhindern, dass in Ihrem Lokal Drogen gehandelt werden? Was tut man, um überhaupt zu verhindern? Wir versuchen von Haus aus, das schwappt von einem Nachbarlokal rüber und wir versuchen dann, das möglichst abzublocken, indem jetzt haben wir schon keine Gastgärten mehr draußen stehen zum Beispiel, weil die sitzen immer dort und da passiert das und versuchen also, solange ich im Lokal bin, das ist meistens bis 12, 1, versuche ich die Leute abzudrängen und mehr kann ich als Person momentan nicht machen. Die Kellner sind angeordnet, nicht aggressiv zu werden zu den Leuten, die reinkommen, sondern dass sie ihnen noch nichts zum Trinken geben. Ja, das ist eigentlich mehr, können wir da gar nicht machen, ohne dass da was passieren könnte. Aus Ihrer Sicht, Herr Eigner, braucht die Altstadt mehr Polizeipräsenz? Ich sage, die Funkwegen fahren immer durch, also die Streifenwegen fahren immer durch. Es wäre ganz gut, wenn es öfters Uniformierte durchgehen, also dass die also zu Fuß unterwegs sind. Ich glaube, das würde das abschrecken. Frau Dr. Schuller, Sie leben seit vielen Jahren in der Altstadt. Wie sehen Sie die Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit? Ja, grundsätzlich sehe ich die Entwicklung sehr positiv. Es hat sich wahnsinnig viel getan. Es sind Häuser renoviert worden, es sind neue Geschäfte hereingekommen. Es finden sehr nette Veranstaltungen hier statt, die neue Besuchergruppen hereinbringen. Also die Altstadt lebt, die Altstadt ist bunt, das soll sie auch in Zukunft bleiben. Die Vorfälle aus der jüngsten Vergangenheit sind äußerst irritierend für uns. Da hat sich in der Hofgasse jetzt etwas zusammengebraut, was uns unheimlich ist, was wir auch in Zukunft nicht wollen. Und da muss jetzt etwas dagegen unternommen werden. Das, was bisher so an positiver Entwicklung stattgefunden hat, das haben wir in Eigeninitiative alles gemacht, verschiedene Interessensgruppen, da sind die Hauseigentümer dabei, da sind die Bewohner dabei, da sind die Gastronomen dabei, da sind die Geschäftstreibenden dabei. Jetzt aber ist die Politik und die Stadtverwaltung gefordert, hier etwas zu unternehmen, damit solche Vorfälle sich nicht mehr wiederholen. Welche Konsequenz hat die Polizei aus dem Vorfall vor dem Lokal in der Hofgasse gezogen? Naja, Konsequenz, wir haben immer schon viel kontrolliert in der Altstadt. Das Einzige, wo ich sagen muss, jetzt dann bemühen wir uns auch noch sichtbarer in der Altstadt aufzutreten. Das ist das, was wir seit diesem Vorfall noch versuchen. Wie macht man jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte? Wir prüfen gewerberechtlich, die Bundespolizei ist auch untertags weiterhin verstärkt in der Altstadt, vor allem in der Hofgasse präsent. Es gibt auch die Kontrollen, die fortgesetzt werden. Und dann geht es aber darum, dass wir Ende Oktober, Anfang November
in einer größeren Runde gemeinsam mit dem Verein Altstadt, mit den Behördenvertretern der Polizei und der gesamten Linzer Stadtregierung über zusätzliche Maßnahmen, die sicherlich nicht nur die Polizei betreffen, beraten werden. Sie sind ein besonderer Kenner der Altstadt. Sie kennen die Altstadt seit Jahrzehnten sehr gut. Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Altstadt entwickelt? Im Großen und Ganzen sehr positiv. Es war immer ein Auf und Ab und jetzt gibt es eigentlich nur mehr ein Auf, würde ich sagen. Aber wie gesagt, ich bin 37 Jahre drinnen, da hat es solche Situationen, wie es jetzt momentan im Gespräch ist, 3-4 Mal schon gegeben und das ist wieder ins Reine kommen und wird wieder ins Reine kommen, geht davon aus.